Moin moin liebe Monkeys und willkommen zu einem neuen Video und zwar mit dem guten Achim Görlis. Moin Achim, wie geht's dir? Ihr solltet erstmal, bevor ich irgendetwas sage, was er macht, direkt das Handy rausholen, falls ihr nicht über Handy schon das Video guckt und sein Instagram auschecken. Denn Achim hat einiges drauf, was das Thema Calisthenics angeht. Ne? Du hast deine eigene Firma Danube Calisthenics und gibst dort auch Coachings und trainierst Leute in Gruppen als auch Personal Trainings. Das ist jetzt, was ich gesagt habe. Was gibt es aber zu dir noch zu wissen? Vor allem auch, wie lange machst du schon Calisthenics? Ja, danke dir erstmal. Freut mich, dass ihr zuschaut. Ja, also Calisthenics mache ich schon seit circa 6 Jahren jetzt. Genau, ich habe eigentlich angefangen im Gym zu pumpen mit 15 circa. Okay. Ich wollte eigentlich am Anfang Muskeln aufbauen. So, das war eigentlich so mein Hintergedanke, mehr nichts. Habe dann also ein Jahr so trainiert und mit 16 habe ich angefangen mit dem Körpergewicht nur noch zu trainieren. Mich hat einfach wer angesprochen, der hat das gemacht. Hat mich gefragt, ob ich das mitmachen will. Ich habe das ausprobiert. Und ja, es hat mir Spaß gemacht, seitdem bin ich dabei geblieben. Genau, und jetzt sind es schon 6 Jahre. Vor 3 Jahren habe ich dann Danube Calisthenics gegründet. Also ich mache seitdem auch YouTube ein bisschen und genau, Workshops, Kurse, solche Sachen. Genau, und so hat sich das bis heute entwickelt. Sehr cool. Also 6 Jahre ist natürlich schon eine Hausnummer. Und zu dem Thema, was wir gleich, was auch im Titel des Videos ja steht, ne, das Thema Planche, ist auf jeden Fall schon mal so ein bisschen, was jemanden bescheiden machen kann. Du hast richtig krasse Skills drauf, natürlich schon seit längerem, das machst du nicht seit gestern erst, dass du jetzt seit gestern erst eine Planche kannst, aber das dauert ja einfach eine ganze Zeit lang. Wie kommunizierst du das mit jemandem, der jetzt gerade frisch im Calisthenics ist und anfängt, von denen wir ja auch sehr viele haben bei unseren Workshops? Wie gehst du da die Education an, dass du ihnen sagst, pass auf, wenn du sowas lernen willst wie eine Planche und so weiter, warte mal ein bisschen, wo holst du die Leute ab? Genau, also ich hole die Leute und ich versuche die Leute dort mal abzuholen, wo sie überhaupt sind. Es gibt Leute, die können noch nicht mal einen Push-Up, habe ich schon gehabt, auch, und ist auch okay. Besser später als nie anzufangen natürlich. Genau, aber es kommt sehr aufs Level an. Also was auf jeden Fall mal passen muss, ist einfach die Grundkraft. Das heißt, beschreibst du unsere Grundkraft? Genau, ich würde sagen, für Planche, einfach da wir da Protraktion haben, Belastung auf den geraden Arm, gestreckte Arme, genau. Es sollten einige Pull-Ups, es sollten einige Dips gehen, es sollten einige schöne Push-Ups natürlich gehen und es soll einfach mal was da sein. Ist schwer zu sagen, ich kenne Leute, die können 50 Dips, können keinen Planche, ich kenne Leute, die können 25 Dips, können den Planche, einfach weil es maximalkraftspezifisch ist. Aber ich würde sagen, wenn ich keine 25 Dips hinbekomme, wird es wahrscheinlich schwer werden. Ist jetzt aber nicht so, dass ich 25 Dips können muss, um überhaupt mal an einen Planche denken zu dürfen. Ich kann es ja wohl schon davor denken, daran denken. Eine Sache, die zum Beispiel super ist, um einfach da mal sich daran zu gewöhnen, an diese Belastung, ist einfach mal mit Handstandtraining anzufangen. Kann ich theoretisch an der Wand oder frei machen. Manche Leute üben dann auch Handstand Presses, ist eigentlich auch verwandt mit dem Planche, Straight Arm Press. Genau, und so kann man sich dann im Prinzip, ich würde immer empfehlen, einfach auch wegen der Psyche, wenn ich jetzt einen Planche anfange zu trainieren, ich kann theoretisch Leans machen, ohne einen Push-Up zu können. Das ist erstens nicht so sinnvoll, zweitens auch extrem demotivierend. Ich würde empfehlen, mal Übungen zu suchen, die mal, ich sage es mal, in Griffweite sind, die mal zu meistern, auch weil es einfach sinnvoller ist, vor allem die Basics zu meistern, also Dips, Liegestütz, gerade hier jetzt beim Planche das Pushen, vor allem für andere Übungen natürlich auch das Pullen und Core und so weiter. Das würde ich mal am Anfang empfehlen, da eine gute Basis aufzubauen und ja, einen Handstand zu können, ist sicher auch nicht schlecht, um den Planche zu lernen. Ja. Okay. Wir werden natürlich gleich nochmal so was Praktisches machen, wenn der ein oder andere jetzt sagt, so Sekunde, das sind jetzt ganz viele Sachen, da habe ich kein Bild zu, das kommt gleich, aber erstmal interessiert mich noch, was hast du von deiner Karriere zum Calisthenics bisher gelernt? Welche Dinge hast du als Anfänger falsch gemacht, bei denen du jetzt so kopfschütteln und sagst so, okay, Achim, war zwar eine gute Lernerfahrung, aber nie wieder. Wie kannst du da jemandem empfehlen, der jetzt gerade anfängt, das nicht zu machen? Genau, also, ist eigentlich eine sehr gute Frage, welche Fehler kann ich so vermeiden? Also eine Sache, die ich sie gelernt habe, ist, dass für Skills spezifisches Training notwendig ist.
Das heißt, ich kann theoretisch Skills nur mit Basics lernen und Basics sind sehr wichtig. Aber es ist auch nötig, zum Beispiel für einen Planche, skillspezifisch darauf hin zu trainieren. Das ist sicher eine Sache. Ich würde aber nicht sagen, dass es ein Fehler ist, den ich gemacht habe. Ich habe zwar am Anfang vielleicht so unspezifisch trainiert, das war aber gut, weil ich habe dadurch, dass ich damals, wie ich begonnen habe mit Calisthenics, sehr, sehr viel Basics gemacht habe, eigentlich eine gute Grundkraft aufgebaut. Also in manchen Übungen habe ich vielleicht zu früh begonnen dafür zu trainieren und ich wollte gleich mal die heftigsten Sachen können. Zum Beispiel? Also zum Beispiel eine Sache war der Hefesto, also da ziehst du dich sozusagen aus dem Hang rücklings nach oben. Ja. Ich habe wahrscheinlich nicht zu früh begonnen, ihn zu trainieren, aber ich habe eine Verletzung zugezogen, zum Glück keinen Riss, das war einfach eine Überlastung. Hat mich aber 2-3 Monate Trainingsprogress gekostet, weil ich ihn zu hart wollte. Andererseits muss ich sagen, hätte ich ihn nicht so hart wollen, weiß ich nicht, ob ich ihn nicht gelernt hätte. Also es ist immer schwer, ja, bei großen Belastungen die Balance zu finden aus Überlastung und nicht zu wenig. Also das, die richtige Mischung, nicht Überforderung und auch nicht Unterforderung. Ja. Also das habe ich sicher gelernt, sich zu versuchen, sich in diesem Bereich zu bewegen aus Überforderung und Unterforderung, ja, im richtigen Maße. Einem Anfänger eine Planche mitzugeben, würdest du das machen oder nicht? Würde ich eher nicht machen. Ich würde einem Anfänger sehr wohl, was man machen kann, ist einfach mal ein bisschen anzufangen mit Leans zu arbeiten oder theoretisch, also leichte Leans zu machen in der Liegestützbewegung, ganz leicht nach vorne. Solche Sachen kann man schon machen. Ich würde aber natürlich, eben wie schon vorher gesagt, im Auge behalten, dass die Grundkraft einfach schon da sein sollte und die Verletzungsgefahr theoretisch, aber das ist immer so eine Sache, ich will niemandem Angst machen und ich glaube, wir haben teilweise auch zu viel Angst, weil wenn ich es nie probiere, werde ich es auch nicht lernen. Aber es ist schon einfach eine Belastung, gerade auf die Handgelenke auch. Das ist noch ein Thema, das wir vielleicht nachher noch ansprechen werden, die Belastung auf den Strukturen dabei, bei der ganzen Sache. Und deswegen würde ich einem Anfänger mal sagen, hey, schau mal, dass du die Basics meisterst und dann denk vielleicht an einen Planche. Genau, aber du kannst in einem Hinterkopf, sage ich mal, speichern und du kannst ja mal das als Ziel stecken, ich will das mal können. Ja, das ist natürlich sehr wichtig, ne? Hohe Ziele zu haben, um diese dann auch zu erreichen. Ich würde sagen, wir geben euch jetzt einfach mal so ein bisschen Input, oder du gibst den Monkey-Zuschauern, der Affenmann, ein bisschen Input, wie wir letztendlich jetzt mit Planche-Training beginnen können. Und ne, so Leans und so weiter hast du schon angesprochen. Thema Mobilität ist natürlich auch dabei. Ne? Handgelenke und so weiter hast du schon mal schön angesprochen. Ja, wir steigen ein und wenn ihr Fragen habt zu dem, was Achim macht, einfach unten in die Kommentare oder einfach, ich habe es gerade eben schon mal gesagt, Social Media etc., alles in der Beschreibung, selbstverständlich. Und jetzt, ja, ein bisschen planschen gehen. So, Achim, vielleicht kannst du ja auch keine Planche. Zeig doch erstmal, dass du das kannst. Nice, sehr gut. Kommt natürlich einiges ins Zittern, ne? Ist ja maximale Anspannung, also richtig krass. Okay, du hast eben von Leans gesprochen. Zeig mir einfach mal ein Lean, wie würde das gehen? Genau. Also ein Lean, im Prinzip starte ich in der Liegestützposition. Du kannst ja mal an mir erklären. Ich mach's dir, genau, du machst einfach mal das Ganze. Startest in der Liegestützposition, drückst hier mal schön nach oben rauf, genau. Und jetzt pushst du schön die Hüfte nach unten. Und am besten, du spannst du an und am besten gehst du hier auf die Zehen hoch, weil dann kannst du reinrutschen, ohne dass du wieder gegendrücken musst. Genau. So, ohne Schuhe. Schönen, wie wo Barefoot-Schuhe aussieht. So, okay. Genau. Die Hände kannst du ein bisschen nach außen drehen, also Daumen nach vorne zeigen. Genau. Pusht hier schön raus. Genau, Protraktion, Depression auch. Pusht hier runter, genau, spannst deinen Core schön an und jetzt lehnst du dich einfach mal langsam nach vorne und hier sollte ich nichts verändern. Genau, push schön raus. Jawohl. Bisschen zurück, genau. Jawohl, sehr schön. Kannst schon wieder rausgehen. Genau, ein bisschen mehr kannst du noch in die Depression gehen, im Prinzip, aber sehr gut, solide. Genau, und im Prinzip, was wir jetzt hier machen, ist, dass wir einfach die Belastung stetig einmal auf das System erhöhen. Der Grund, warum wir hier auf den Zehen sind und nicht so, ist, weil wenn wir jetzt hier auf den Beinen wären, also nicht auf den Zehen
Rückseite, wie heißt das? Wahrscheinlich Rückseite, aber ist ja wurscht. Dann passiert es oft, dass wir dagegen ziehen. Das heißt, ich rutsche eigentlich vor, aber der Hintern kommt hoch. Wir wollen trotzdem, dass der Hintern tief bleibt, dass die Spannung im Körper gleich bleibt und eigentlich verändert sich nur der Winkel in den Schultern, sonst nirgendwo. Genau, du hast das schön gemacht. Manche Anfänger haben dann ein Problem damit, den Arm wirklich gerade zu halten. Also da ist wirklich Qualität vor Quantität und wenn das nur ein minimaler Winkel ist, den ihr lehnen könnt, also zahlt ich trotzdem aus, das zum, sozusagen schöner zu machen, anstatt dass ich dann einknick auf Kosten der Form. Ja, ja, und natürlich das Thema Außenrotation, ne? Das, was wir hier ja gemacht haben, ne? Zu betonen, dass einfach, ne, Rotatorenmanschette, Stabilität im Schultergürtel einfach dabei bleibt und schön stabil bleibt. Ne? Okay, cool. Was wäre noch eine Übung, die darauf aufbaut? Leans sind jetzt die eine Geschichte. Was wäre noch etwas? Genau. Die Sache bei den Leans ist die, dass wir hier drei Punkte am Boden haben. Das heißt, beziehungsweise sogar vier, aber ich würde die Beine jetzt als eines zählen, die sind sehr nah beieinander. Aber wir haben noch drei Punkte am Boden. Das heißt, was wir noch nicht dabei haben, ist dieses bisschen Ausgleichen. Das heißt, ich komme nicht ganz in, in die freie Bewegung mit den Leans rein. Es ist eine super Möglichkeit, um eben die Kraft einfach mal aufzubauen, aber es ist auch ein bisschen einfach diese Koordination und da ist es gut, kann man zu starten mit dem Takt Planche, einfach mal zur Gewöhnung an die ganze Sache. Willst du das Ganze probieren? Kann oder? Ich dir jetzt schon sagen, ich komme nicht weit. Okay. Die dicken Beine. Ich kann es trotzdem mal probieren, ja, dass man einfach mal einen Vergleich sieht. Genau, also wichtig, Startposition, am besten die Hände eher neben die Beine als zu weit nach vorne, sonst kippt sie dann rein. Und wieder Schultern, Protraktion, Depression, genau, und dann versucht ihr die Hüfte durch Drücken auf Schulterlevel zu bekommen. Wir schauen uns das mal an. Bisschen höher noch, bisschen höher. Ja, kleines Stück noch, gut. Also ein kleines Stück bräuchten wir noch. Ich glaube, ich habe Handgelenksprobleme jetzt. Genau, also ein kleines Stück, aber wir versuchen hier hoch zu pushen. Ja. Genau. Die nächste Sache, du sprichst schon die Handgelenksprobleme an. Schauen wir uns noch eine Übung an, würde ich sagen. Und dann gehen wir noch kurz auf das Thema ein. Mhm. Ja. Genau, also das wäre jetzt ein Takt-Planche. Es gibt ja noch viele Zwischenstufen. Vielleicht zeigst du das gerade nochmal, wie noch das machen, eigentlich eben gut aussieht. Also ich hoff, der Winkel passt jetzt. Ja, drückt halt einfach irgendwie gen Himmel. So sollte das aussehen. Genau, also auch hier schadet es nicht, manchmal mit dem Spiegel zu arbeiten oder sich selber zu filmen. Einfach auch selbst ich weiß manchmal nicht ganz, wie hoch jetzt die Hüfte genau ist, einfach damit das passt. Ja, war viel zu niedrig. Und genau, eine Sache, die jetzt eben das Problem ist beim Planche-Training, ist, dass es schwer ist, jetzt diesen großen Sprung zu schaffen. Vom Takt auf den vollen Planche ist eine große, große Stufe. Ich kann theoretisch nur mit Leans das Deo lernen, wenn ich gut bin, oder nicht, wenn ich gut bin, aber wenn das funktioniert für mich. Eine Sache, die ist eben, das Problem ist bei den Leans, ist, dass wir nicht frei sind. Jetzt gäbe es noch eine Möglichkeit, wäre aus dem Handstand mal runterzukommen, wenn ich kontrolliert genug wäre, ist halt die Sache, dass ich einfach mal weit genug lehnen muss, um überhaupt diese Ansteuerung mal zu spüren. Weil wenn das nur einfach ein Runterfallen ist, dann ist das eine schwere Sache und bringt uns auch nicht viel weiter. Deswegen, eine Sache, die es noch gäbe, wären Versuche. Das heißt, ich probiere den Planche. Dazu soll natürlich der Takt mal gut gehen. Das heißt, wenn ich den Takt-Planche halten können. Also ich konnte den Takt-Planche wahrscheinlich 5 bis 10 Sekunden halten. Ich kann manche Turner sagen, bis zu 30 Sekunden daran arbeiten. Es gibt da verschiedene Zugänge. Ja, aber Christopher Sommer, der sagt ja sehr, sehr häufig, ne? 30 Sekunden ja, als. Ne? Genau, genau. Die Sache ist halt die, dass wir dann nicht mehr so maximalkraftspezifisch unterwegs sind. Natürlich ist es präventiv gesehen, aber sinnvoller, sich so vorzubereiten. Aber ein höherer Gap zu haben zwischen dem, was als nächstes kommt. Ne? Genau, genau, genau. Genau, also das würde ich sagen, ist auch ein bisschen auf dem Gefühl überlassen. Also ich habe guten Progress gemacht, wo ich so circa 10 Sekunden den Takt konnte und mich dann mit Versuchen weitergearbeitet habe. Natürlich ist dann auch mein Takt durch das Versuche machen weitergekommen. Genau, Versuche machen heißt es im Prinzip, den Planche zu probieren. Das kann ich jetzt aus verschiedenen Arten machen. Ich zeige mal eine Sache her, wie das ungefähr bei mir ausgesehen hat, wie ich dann den Takt-Planche schon gut konnte. Also ich tue jetzt mal so, als wäre ich damals vor circa 4 Jahren auf dem Level, wo ich noch Planche geübt habe. Vor 4 Jahren! Ich probiere das jetzt. Ich zeige mal, wie das ausschauen könnte. Okay. Ja. Mhm. Also die Sache, die ich jetzt gerade gemacht habe, ist es, so könnte das ungefähr ausschauen. Versuche mich vorzulehnen.
versuch die Beine hochzubringen. Was dabei normal ist, ist, dass der Hintern mal zuerst noch zu hoch ist. Also dieses typische, dieser typische Buckel oder Hügel, nenne ich es mal. Genau, das, daran kann ich dann arbeiten, indem ich es einfach öfters mache. Aber hier habe ich halt eine Möglichkeit, dann theoretisch stufenlos mich anzunähern an den Planche. Im Prinzip müsst ihr das denken, 100% ist die gerade Linie, das ist 100% Belastung. Zack, Planche, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber sagen wir mal, wäre 50%. Und wenn ich jetzt von 50% auf 100 muss, ist es einfach schwer, diese Stufe zu schaffen. Und so kann ich mich theoretisch mit Leans, würde es auch gehen, immer weiter zu lehnen. Oder auch so kann ich diese Stufe, kann ich die Prozent sozusagen langsam raufschrauben. Okay. Eine Frage, die sehr wahrscheinlich von dem einen oder anderen als Kommentar kommen wird, deswegen mache ich mal etwas Kommentarprävention. Und zwar von Leans und von Tuck-Planche zum Beispiel. Wie oft, wie viel ins Training zu integrieren und wann? Gute Frage, ja. Also wie oft, wie viel? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe den Planche komplett ohne Trainingsplan gelernt. Also ich habe den Planche gelernt, ich habe Tuck-Planche geübt, ich habe ein paar Leans gemacht und dann habe ich ihn einfach nur versucht, so oft ich konnte. Versucht, so oft ich konnte, heißt natürlich auch so oft, wie es meine Regeneration zugelassen hat. Und ich würde sagen, ich bin eher der Typ, der ein bisschen dazu tendiert, vielleicht dann doch einen zu oft zu machen. Ganz kleines bisschen nur. Nur drei Stunden Training, 6 Tage die Woche. Aber es hat auch Progress gebracht, das Ganze, wie ich den Planche gelernt habe. Halt hohes Volumen, ne? Genau, hohes Volumen, die Intensität darf aber nicht zu gering sein. Deswegen müssen wir da die richtige Mischung finden. Ich würde sagen, eine Sache, die man vielleicht am Anfang als Regel nehmen könnte, 3 bis 4 Mal die Woche, 4 bis 8 Sätze, beziehungsweise Hold-Versuche, also eine Mischung aus Leans, Tucks oder Versuchen, wäre vielleicht ein guter Anfang. Kommt, ihr müsst dann einfach schauen, haltet ihr das aus, spürt ihr gar nichts, geht da easy mehr, könnt ihr das öfters machen. Irgendwann habe ich dann angefangen, oder früher am Anfang habe ich immer noch einen Tag Pause dazwischen gelassen, manchmal habe ich dann auch angefangen, 2 Tage hintereinander schon Planche zu trainieren. Das ist halt dann die Frage, was der Körper aushält. Und das muss man auch selbst ein bisschen einschätzen können, dass man da die richtige Mischung findet. Da wären wir wieder bei dem Thema. Regulation, ne? Genau, ja, ja, genau. Aber das ist natürlich auch eine Sache, das ist für einen Trainingsanfänger selbstverständlich sehr schwierig, so zu wissen, ja, wie viel ist zu viel und wie viel nicht. Und dafür bist du ja dann da. Ne? Das heißt, wenn ihr sagt, hey, Planche, ultra geil, will ich auf jeden Fall lernen, meldet euch bei Achim. Sagt ihm Bescheid, schreibt ihm eine Nachricht, schreibt ihm eine DM über Instagram oder was auch immer. Wie gesagt, Links in der Beschreibung. Super für den Anfang schon mal. Ich werde ein bisschen üben und mal gucken. Nächstes Jahr werde ich wahrscheinlich immer noch nicht können. Meine Beine sind immer noch zu dick, aber Ausreden hat ja jeder. Ne? Die einen finden Ausreden, die anderen Gründe, es zu können. Also, von daher danke für das Intro schon mal. Und ja, wie immer, keep moving, stay sexy. Und magst du noch etwas zum Abschluss sagen? Tu nicht viel, ich habe in 5 Minuten hier einen Workshop, also ja, wir sehen knapp. Danke dir, Achim. Jawohl.